Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier die Swiftdist XO600F hier vorstellen. Die kostet hier 28.000 Euro und 1.428 Leasing. Ja, ich finde hier diesen Mod echt hammermäßig geil, hier so wie er ausschaut. Leider ist er nicht Farbwahl, aber ist nicht schlimm, finde ich. Ja, wir haben hier eine Arbeitsgeschwindigkeit hier von 15 km/h und eine Arbeitsweite von 6 Meter. Benötigt es eine Leistung hier von 200 PS, entsprechend hier 147 kW. Ja, wir haben hier Design, können wir was ändern. Das ist jetzt hier vorne nachher so ein Anbau, wie wir hier sehen. Da haben wir hier vorne eine kleine Walze noch so her. Die habe ich auch noch hier hinzugekauft. Kostet hier 500 Euro. Euro, also einen Kutter, eigentlich ist es eher, also nicht Walze, wie ich gesagt habe. Dann haben wir noch hier hinten die Möglichkeit, also jetzt haben wir hier Doppel-U-Ring drin. Da können wir hier also dann hier Segmentwalzen hinzufügen für 500 Euro. Ja, und dann V-Ring für 500 oder hier Stabwalzen. Ich habe den mit den Stabwalzen genommen. Ja, und ich denke mal, wir werden uns das ganze Teil jetzt dann mal in Aktion anschauen, wie das natürlich hier funktioniert. Also ihr habt das hier an unseren kleinen schicken MB-Truck hier mit Zwillingspflegebereifung, wie wir ja sehen. Also montiert, ein bisschen bodenschonender hier zu arbeiten. Ja, und hier, das ist meine neue Halle, mein neuer Händler, habe ich jetzt bekommen hier von meinem Freund LS Modelle. Und ja, wir schauen das Ganze jetzt mal, wie gesagt, den MB hier in Aktion natürlich an. Wenn man hier so schaut, also Bremslicht, Blinker, auf dem neuesten Stand der Technik, wie wir sehen. Rückwärts falle ich da auch sogar. Bremslicht, das normale Licht. So, dann fahren wir mal hier aufs Feld natürlich rauf. Machen wir mal die Rundumleuchte an. Oh, unser Händler von außen. Echt cool, finde ich, das Ganze. Hat das schick gemacht. So, und fahren wir mal so rüber. Wie gesagt, das ist immer noch die Halle Tornau. Senkt man jetzt da hier. Sehen wir jetzt hier unsere Kreiselecke hier in Aktion. Den Blinker kann ich auch mal ausschalten. 15 km/h, also finde ich ganz gut gemacht, das Ganze wird auch schön schmutzig, wie wir sehen. So, mach mal einfach die Klee mal nieder. Kommen wir mal nach, was wir hier noch machen können. Nein, er hat sonst hier keine Besonderheiten, aber jetzt schauen wir uns, wo er ganz eingesaut ist, natürlich noch mal genauer an. Also, wir haben hier überall hier die Aufkleber dann oben, Schriftzug auch, finde ich, soweit das ganz okay. Will mal schauen, ob ich hier irgendwie rein oder raus oder mehr kann. Dann hier Swift Disk und XO6000F auch ganz gut zu lesen. Hinten her, wie wir sehen hier, das ist schon mal relativ sehr schön schmutzig geworden. Hier so, hier haben wir so Art wie Spindel oder was auch daher, wo jetzt die Hand ist. Und überall hier die ganze Elektraulik. Schauen wir nochmal jetzt hier natürlich, wie sich das Ganze hier auch zusammenklappt. So, die ganze Mechanik, die Animation natürlich. Finde ich ganz gut gemacht. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, ja, da würde ich mich freuen, wenn du wieder reinschaust.
Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.